damit sind wir im Untergrund oder herzlich willkommen zurück bei Level Up. Wir sind mittlerweile Stufe 10, wovon ich ausgehe. Ihr wisst ja, hinsichtlich Vorproduzieren und so, ich rechne jetzt nicht alles nach. Ne? Die hat Dings. Oh. Komme ich denn hier hin? Genau, Scheiß Sprintboost, Alter. Ja, genau. Also, wir sind mittlerweile hoffentlich Level 10, was ich nicht nachgerechnet habe, weil ich ja vorproduziere. Das würde zu viel Zeit fressen, wenn ich da jetzt, wenn ich da jetzt jede Runde nachrechnen würde. Und natürlich gegen eine deutsche SWF mit einem Streamer. Und ja, wir werden sterben. Oh, die genau wissen, was zu tun. Ich habe die Uhr mit, was mir ein gewisses Zeitfenster gibt. Hä? Ich war doch... Also diese... Da ist er wieder. Habt ihr das gerade gesehen? Ach, Mann, ey. Diese Lags von Survivern, Alter. Das ist so schlimm. Alter, da habe ich mich gerade zweimal verdrückt. Keller. Und ich habe natürlich die Opfergabe, die gelbe Opfergabe für Hinterlässigkeit mit. Thanatophobie ist klar. Es ist so schlimm. Die lungern hier rum, die geiern auf die Rettung. Die geiern überall hier auf die Rettung. Nee, nee, Jungs. Und Mädels. Da geiert jemand. Die geiern halt hart, ne? Trauen sich aber auch nicht. So wirklich. Ja, natürlich. Ich komm nicht hoch, guck mal. Hey, was ist denn das für eine Scheiße, ey? Ey, ne, also Nurse ist auf dieser Map hier ja mal... Nurse ist ja mal auf dieser Map absoluter Schrott, ey. Guck mal, mein Ding war oben. Mein Teil, also mein... Nicht mein... Nicht mein Ding. Mann. Map hier ist absoluter Schrott.
Oh, ey, Alter. Diese Map ist absoluter Schrott, Junge. Da haben die sich genau... Da haben die sich natürlich genau die... Ja. Sag mal, was willst du denn, Junge? Ah. Jetzt wird man toxisch. Du siehst hier keine Schnitte, Alter. Was ist das hier für ein Quatsch? Ich hätte mit einem Pellet-Safe gerechnet. Junge, du kannst hier nichts packen, Alter. Du kannst hier nichts reißen auf dieser Map, Alter. Mit einer Nurse, die absoluter... Du kannst nichts reißen mit einer Nurse hier. Die, ich weiß nicht, ich glaube, die ist nicht mehr auf dem Stand der Zeit hier, diese Map. Ich glaube, die... Ich glaube, wir... Alter, was hatten die für ein Medikit, Junge? Naja. Wollen wir uns mal die Punkte... Die wird gleich runterspringen. Jeden Moment. Wahrscheinlich, ja. Eigentlich ist Quatsch. Eigentlich ist Quatsch, hier zu bleiben. Gut, alles klar. Die ist auch so schnell, die haben auch Haupt und diese ganze Scheiße mit. Toxischen Bastarde, Alter. Die wissen ganz genau, dass ich hier nicht die beste Nurse bin. Ach so! Das ist schon brutal, ey. Wenn du so absolut toxische Husos hast, Junge. Mann, Junge, lass mich doch! Das ist doch nicht normal, ey. Kommst du einfach nicht durch da? Junge, 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 du. Lass euch wenigstens den kriegen, der mit Frontal hier um die Ecke kommt. Naja. Oben kommt jemand. Nee, nee. Nächster. Habe ich ganz oben den Haken? Nee, habe ich nicht. Schade. So, die ist rot. Hm. Die wollte auf Teufel komm raus retten.
Man sieht sich immer zweimal im Leben. Man sieht sich immer zweimal. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer waren die Claudette? War das der, der hat einen Namen, den ich schon ein paar Mal gesehen habe, als ich Killer gespielt habe. Ich glaube, der war immer so toxisch. So ein dreckiger, kleiner Pisser. Oh, na geht raus. Jetzt, wo meine Luke? Nein, wo ist sie? Ich will... Ich habe die nicht geschlossen gekriegt. Ah ja. Naja, Claudette, das war die Claudette. Das war die Claudette. Wer ist der Top? Naja, wir sehen uns in der nächsten Runde auf jeden Fall. Runde 2. Und Terror Panda, falls du das jemals sehen solltest, hasse mich nicht dafür, verurteile mich nicht, aber sorry, du hast keine Ahnung vom Killer-Gameplay. Diese Argumentation von... Oh. Die Argumentation von wegen, wenn man den Killer spielen kann, wenn man die Map spielen kann, ist... Merkst du selber. So, genug davon. Irgendwann kriegst du den Survivor. Okay, alles klar, Junge. Lebhafte Diskussion nach der letzten Runde. Gut. Alle Claudette-Spieler, Alter. Allesamt, wie sie da sind. Allesamt, wie sie da sind. Der läuft so richtig komisch, der Typ. Boah, die dumme Sau, Alter. Oh, du siehst, halt nichts auf dieser Scheiß-Map. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, und schon verkackt man das, ne? Also ich merke, die Uhrzeit ist später. Man merkt, die Uhrzeit ist später. Es sind Spastis hier am Werk. Tryhard-Spastis und SWFs und hast du nicht gesehen. Jetzt kommt einer von vorne mit einer Taschenlampe. Ja, natürlich. Oh Mann, ey. Oh. Wieso ist der so schnell? Der ist so schnell weg immer. Die Sau?
Damit die schön wissen, dass ich aufmerksam bin. Schön hier rüber, wo die Gents sind. Ah, da komme ich nicht hin. Schade. Was eine Scheiße, ey. Dranbleiben. Ohne Gnade, Alter. Ohne Gnade. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt einer Unbreakable hat, Alter, so wie die drauf sind. Hier ist natürlich nicht der Keller. Hier springt eh einer runter. Entweder springt hier jemand runter. Ne? Entweder springt hier jemand runter. Oder steht auf. Oder beides. Die Claudette hat das gut gemacht. Gar keine Frage. War gut gespielt gegen den Nurse. Gegen den Nurse musst du... Da ist ein Haken. Gegen den Nurse musst du erstmal so spielen. Das ist ja das Ding. Gegen den Nurse musst du erstmal so spielen. Wo sind die? Oh Mann, da klettert die weg, Alter. Mann, die das noch unnütz in die Länge ziehen hier. Wird ja lachen, wenn sie die Luke kriegt, ne? Okay. Frage ist jetzt, wo ist der Haken? Ist hier der Keller? Hier ist, glaube ich, nicht der Keller, ne? Ich glaube, hier ist... Hier ist nicht der Keller. So, mal gucken. Dort ist ein Haken. Hier ist ein Haken. Den kriegen wir hier nicht ran, ne? Kriegen wir nicht ran. Kriegen wir nicht an Haken. Das sind die Krähen, die jetzt über dem Charakter schweben, weil er sich nicht bewegt. Die wird verbluten. Dann kriegen wir unseren Kill. Ja.
Vielleicht hat sie Adrenalin. Hat sie nicht. Tja. Naja, gehen uns drei Haken flöten oder zwei oder keine Ahnung, wie oft die schon hingen. Naja, egal. Ist halt so, muss man damit rechnen, aber ich gebe keine Gnade mehr, ey. Keine Gnade mehr. Das Ding ist durch. Hab ich ja in irgendeiner Trapper oder Nurse, Nurse-Folge, genau, auf dem Schrottplatz, wo ich zwei im Keller hatte, die eigentlich fast gestorben sind und dann nachher sind noch vier Leute rausgekommen. Nix da, gibt's nicht mehr. Schluss, aus, keine Gnade mehr. So. Was? Bei mir kann man Kommentare schreiben. Egal. Wie spät haben wir es? Oh, ich würde sagen, eine Runde geht. Genau du. Denk dran, in der Umfrage nachzuschauen, wenn du dieses Video zu Ende geschaut hast, in der Umfrage reinzuschauen im Community-Tab. Wir sind auf Greenville gelandet in der Runde 3. Nö. Hier ist ein Spielautomat. Alter. Der erste Port saß schon mal. Das ist gut. Das gibt Selbstvertrauen. Ja. Man läuft geradeaus. Geißelhaken. Geißelhaken. Ich habe Geißelhaken mit. Also Geißelhaken, monströser Schrein. Geißelhaken, monströser Schrein. So, genau. Das ist nämlich darum. Wenn ich nämlich weit genug weg bin und er lässt sich sterben. Positive Überraschung. Wenn ich nämlich weit genug weg bin, wenn ich 24 Meter weg bin, dann aktiviert sich erst monströser Schreiben, dann sterben die Leute schneller. Da habe ich mich ein bisschen verportet. Kleines bisschen verportet. Erwischt. So, der Geißelhaken ist weg. Ah, das hat natürlich nicht gesehen. Ha! Ich bin schon wieder zu blöd. Ich bin übermütig. Das erzählen können, ja. Alter. Wurde doch Zeit. Ist ja schlimm, ey. Ja, morgen auch noch. Geißelhaken im Keller ist immer gut. Genau, sie sterben irgendwie 20% schneller am Haken, wenn ich halt einen gewissen Abstand habe. Und Spione des Schattens brauche ich eigentlich. Brauche ich eigentlich nicht sagen. Das erklärt sich von selber. Ihr habt gesehen. Spione des Schattens. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Alter.
Hier kein Geißelhaken? Schade. Ich habe jemanden gesehen. Da. Ich habe ihn gesehen. Komm einem so schnell vor. Zwei Claudettes, Alter. Zwei Gründe zu tunneln. Hä? Alter, okay. Ich hab mich ja mal sowas von hart getäuscht, ey. Fragst du mal, was würden die tun? Was würden sie tun? Da repariert einer im Dings. Als ob sie das weiß, ne? Als ob sie das weiß, wohin ich porte, Alter. Guck mal. Als ob sie das weiß, wohin ich porte. Das hier, das ist ein Kampf, ey. So. Ich kann das halt noch nicht so predicten. Ich kann das halt nicht so vorausschauen, wie die Survivor laufen als Nurse. So, der Geiselhaken ist leider tot. Die heilen sich erstmal, haben Zeit verschwendet. Das ist gut. Wird mal Zeit, dass hier noch einer stirbt, damit wir hier für klare Verhältnisse sorgen. Hat Behände von Ripley. Einfach hingekloppt. Einfach hingekloppt. Immer einfach auf die Fresse. Du kommst schon wieder nicht raus. Fix geheilt. Alter, wo ist sie hin? Sind am Gen. Nicht am Gen. Das ist der Gen im Weg, Alter.
Scheiße, ich mache hier gerade einen Riesenfehler. Ja, genau das. Ach so. Das hat nicht gezählt, Alter, hör doch auf, Junge, ey, oh. Tja. Du portest geradeaus. Du portest geradeaus. Du portest einfach nur so geradeaus. Du portest so geradeaus und portest aber runter. Absolut schlimm. Absolut schlimm. Naja. Eh ne scheiß Map. Scheiß Survivor Map. Ich hasse Survivor. Es sind so viele Maps, ne? Was heißt so viele? Es sind einige Maps, die halt einfach Survivor-sided sind. Gut. Viel Spaß in der Auswertung. Wir schreiten immer weiter voran mit dem Level. Ja, diese Auswertung stand unter keinem guten Stern, also wir waren in dieser Nurse-Folge echt nicht so gut. Hätten wir die Opfergabe für Hinterhältigkeit nicht gehabt, das wäre richtig in die Hose gegangen. Selbst die zweite Runde haben wir nur erfolgreich gestalten können, weil die, ja, sie waren hochmütig. Sie waren absolut arrogant und hochmütig, haben gedacht, sie könnten mich mit Taschenlampe in die Verzweiflung bringen und dann einfach rausspazieren, als ob nie was gewesen wäre. Aber die anderen Runden, die anderen waren besser. Wir hatten auch Pech. Man darf nicht vergessen, noch Noob Nurse, aber trotzdem hätte einiges besser laufen können. Gut, wir sind jetzt Level 12. Mal schauen, nur noch 3 Level bis Level 15. Dann können wir einen neuen Killer machen. Mal schauen, in dieser Reihe natürlich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt mir treu, schaut in die Umfrage im Community-Tab. Bis dahin, Overplayed and out. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.